Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. In der letzten Folge, ja, da sind wir ja hier noch ins Hafenviertel geritten mit unserem neuen Pferd. Heißt aktuell noch Wirbelsturm. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr dürft gerne wieder Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Dann kriegen wir das hin. Und ja, ich war da hinten eigentlich. Ich bin jetzt aber hier vorne nochmal hergeritten, weil der Questmarker ist nämlich hier. Da hatte ich mich ein bisschen verguckt und ja, wir haben ja dann auch nochmal beim Schlagloch vorbeigeschaut, aber da kann man jetzt leider nichts mehr machen und wir müssen jetzt den Hinweisen 3 an der Zahl nachgehen. In der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert, falsches Menü. Ja, ich habe nochmal ein Level gemacht, dementsprechend können wir jetzt zusammen noch einen Erinnerungspunkt einlösen und ja, ich würde sagen, also ja gut, hier fehlen uns jetzt noch 2. Ja, ich mache jetzt... ich mache jetzt einfach das fertig. Und ja, dann haben wir dies noch und eventuell hier, ich glaube... bei Dimensionsriss, genau, ich glaube, da müssen wir dann auch noch die Stufen, genauso wie bei Entropisches Blut, ich glaube, da müssen wir auch noch die Stufen einlösen. Hier noch ein bisschen was, ja, haben wir also ganz gut voll schon, wir müssen nur noch, oder ich muss noch dran erinnern, dass wir auch ein paar Punkte für den Phasmalisten lassen. Da haben wir auch noch ein paar Sachen übrig, ja, okay, das haben wir, ja, die anderen Sachen habe ich hier wie immer dann entsprechend eingelöst. So, dann gehen wir mal hier runter. Ah ne, genau. Juhu, hier ist erstmal noch so ein Kanal. Das ist ja krass, habe ich noch Kniefe voll genommen. Müssen uns Simael noch dazu holen. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich bin ja mal gespannt, was das jetzt hier wird. Eine kleine Schnitzeljagd. Mega geil auf jeden Fall. Da hinten ist es dann auch schon. Theoretisch müssten ja jetzt... ja, genau. Okay, das geht jetzt tatsächlich. Dass jetzt bei dem Zauber so viel ausmacht, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen... bei den Schildzaubern, dass dieses doppelte Wirken dann relativ viel bringt. Okay. Gucken wir sofort, da scheint irgendwie ein Rucksack zu liegen. Kutschenbeutel noch. Hier ist, glaube ich, nichts weiter, ne? Nee. Simael kann gerne dazukommen. Okay, hier so eine krasse Figur. Und hier liegt einer. Ich weiß nicht, was das soll. Das Säure sein? Oder was ist das hier? Ja, ich werde mal lieber nicht reingehen. Hier, Kräutersack. Schriftstück der Leiche am Hafen. Okay, das war der Hinweis. Dann lesen wir uns das mal durch. Ach genau, hier können wir noch Zauberbücher einlösen, die wir noch gar nicht haben. Stimmt, das hatte ich noch vergessen. Ich gucke jetzt mal ganz schnell, weil es mir jetzt gerade einfällt. Nee, die... okay, die Eisbranken hatte ich schon eingelöst. Hier, Schriftstück der Leiche am Hafen. Ich, die Schrift ist krakelig. Ich gestehe hiermit meine Sünden. Über Jahrzehnte hinweg habe ich aus allen Ländern Wyns Männer und Frauen gefangen und an den Höchstbietenden verkauft. 462 Männer, 561 Frauen und 210 Kinder verdankten mir ein Leben in Sklaverei. An ihre Namen erinnere ich mich nicht. Nun... ist die Zeit der Strafe gekommen, und ich danke dem Knochenrichter für sein Urteil. Gekreuzigt werde ich über einem Bart aus Säure hängen, dessen ätzende Blasen mir langsam die Haut vom Leibe brennen werden. Niemand wird meine Schreie hören,
und mein Tod wird ein einsamer sein. So, wie ich es verdiene. Janul Oroy, Sklaventreiber. In einer anderen Handschrift für meinen Waffenbruder. Okay, das ist so ein Rätsel irgendwie. K, P. Okay. Krass, Alter, der hier aufgehängt und das ist tatsächlich Säure. Also bei mir passiert jetzt nichts hier, aber ekliger Tod auf jeden Fall. Krass, jetzt geht das hier los mit so einem Serienmörder oder was? Buh, ich meine ja gut, ne, mit der Sklaverei und so, das ist einerlei, das ist natürlich auch nicht schön, aber das hier, das finde ich auch schon echt ekelhaft. Okay, Leute. Der Knochenrichter, also, so nennt er sich. Puh, geht ja doll los, die Folge. Okay, das war der erste Hinweis. Der zweite, wo ist der? Der ist irgendwie in Ark selbst. Okay, wir nehmen mal das Pferd. Das hat echt Spaß gemacht, mit dem auch mal wieder zu reiten. So, gehen wir mal hier hin. Okay, das ist doll jetzt. Bisher. Schreitet wohl. Ha. Schreitet wohl. Ach, hier so ein Spielmann? Der war mir noch gar nicht aufgefallen. So, dann gucken wir mal. Marktplatz. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Hm? Vom heutigen Tag an. Fremdenviertel? Wo, jetzt ist das im Fremden? Ich dachte, das ist im Marktviertel. Okay, hier. Nee, doch Fremdenviertel. Sanfte Freunde der körnigen Erquickung. Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger... Ach, in der Kanalisation. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier auch ein magisches Symbol oder so war, aber hier an das Klo kann ich mich noch erinnern, auf jeden Fall. Kanalisation also. Oh Gott, ey. Ich habe ein bisschen Angst. So, Simael ist am Start. Ich mach mal Fokus. Man weiß ja nie, wenn es nur ein paar Ratten sind. Ja, da siehst du, da geht's schon los. So, okay. War hier noch was? Oh, hier ist auch wieder so eine Figur. Der Knochenrichter. So, so. Hier war... Nee, da war ja nichts mehr. Nee, okay. Boah, dann hängt hier garantiert auch wieder irgendeiner, ey. Boah, ich fasse es nicht, ey. Ja, da ist noch so eine olle Ratte. So, dann gucken wir erstmal hier runter. Sieht so ein bisschen aus wie der Dungeon. Jo. Das Spiel hat sich verabschiedet. Und da sind wir wieder. Tja. Keine Ahnung, wie das manchmal kommt. Oder eine Ratte. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, der sieht so ein bisschen aus hier wie der Dungeon von... Hier wurde einer gefoltert, wie wo wir mit Mal Groschenfürst hier und Dijam da aus dem Arker Gefängnis
entkommen sind. Das war da auch so ein bisschen... nehme ich mal alles auch so ein bisschen so aus. Kommst mal hier, dass du gar nicht im Weg stehst. Naja, auch Ratten. Und da ist noch so einer. Geschworener Richter. Ja, der... Okay, der Questmarker ist da hinten. Ja, dann gucken wir uns trotzdem erstmal hier um. Kann er jetzt... Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das beim Licht was bringt, wenn man den doppelt wirkt. Guten Tag, Nabend. Guck mal gerade, abends, ja, 7 Uhr abends. Nabend hätte besser gepasst als guten Tag. So, Krustenbrot, Feuersalze. Oh, guck mal, arke Kanalisationsschlüssel. Nee, warte. Ah nee, okay, das Buch kann ich tatsächlich nicht aufheben. Ah, der ist bestimmt für da, der Schlüssel. So, sehen wir mal gucken, hier lag noch ein Zettel. Auftrag. Ziel. Bernos Sandgut. Notizen anwesend in Oberstadtbesuch. Täglich das... Nee. Notizen anwesend in Oberstadtbesuch. Täglich das Badehaus. Unverheiratet, aber Liebhaberin. Falle, Fragezeichen, ungefährlich. Bücherwurm, Aristokrat. Belohnung 500 Groschen bei Beschaffung der Dokumente. 250 Euro Bonus. Aha. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass der für hier ist, der Schlüssel. Oh, 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 was ist das hier für ein Trick? Oh, kam der auf einmal her? Hab ich gar nicht gesehen. Vielleicht von hier oder so. Ja, auch dieser Knochenrichter sein Unwesen getrieben, oder was? Alte Schwede, das wird ja immer größer hier, ey. Okay, hier ist auch ein Groschenbeutel. Schädel ohne Ende. Jetzt geht das nämlich hier noch lang. Okay, da kommt man hier raus. Aber hier war doch auch noch eine Tür, ne? Oh, Leute, 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 ey. Was ist denn dachte? Pass. Wie viele Skelette denn hier, ey? Der Questmarker ist jetzt hier. Ja, dann frage ich mich, ich mache hier mal ein Schnellsave. Was denn da hinten war? Da müssen wir nochmal einmal zurück, weil ich hatte eigentlich gedacht, der Questmarker geht da lang, oder... Kommt das denn wieder alles zusammen hier? Das muss ich ja jetzt ergründen. Das kann ich ja so gar nicht. Ach, guck mal hier. Salz noch vergessen. Genau, ich weiß, wir sind ja hier runter. Hatte ich noch gesagt, naja, der... Genau, hier meinte ich.
nee, guck mal, hier hätte ich mal zuerst hingehen sollen. Der Realitätshammer? Was ist das denn? Hier wäre nur der eine Raum gewesen, ja. Das war natürlich wieder dämlich von mir. Sieht geil aus, ne? Das muss man ja schon sagen. Okay, dann erwartet uns da hinten wieder die Folterkammer. Hier ging es ja nicht weiter. Genau, das war der... Hier war ich ja, ne? Hier hatte ich die Tür aufgemacht, genau. Ja, Mist, wäre ich mal zuerst dahin gegangen. Und uns einen Weg gespart. Aber naja, manchmal ist das dann halt so. Ich hätte halt schwören können, dass ich den... Ah, das ist der andere Questmarker für den dritten Hinweis, den ich gemeint habe. Mist. Ich ein bisschen verguckt. So, gut dann. Genau, das war das hier mit den Gittern. Hier, das, was wir gesehen haben, da oben sind auch noch Gitter, aber ob man da hinkommt, keine Ahnung. Heute ist aber wieder schlimm. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Machen uns mal nochmal Licht. Oh Mann, ey. Ist die nächste Folterkammer. Da liegt schon einer drin. Oder eine, weiß ich jetzt nicht. Verdorbene Käse. Alles gammelig hier. Hier ist auch eine Tür. Herzland benötigt einen Schlüssel. Okay. Gut, das ist alles hin hier. Schemenzahn. Oh, der Kessel dreht ab hier. Ist jetzt auch leer. Wurzeln ist alles ausgekippt. Knochenmehl, ja, nehme ich auch gerne. Okay. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, gut, denn. Wie hier mal. Krass. Elaria Bades Tochter. Kräutersack, Schriftstück der Leiche aus der Kanalisation. Oh. Na, dann wollen wir mal sehen, was das hier wieder ist. Hier, Schriftstück der Leiche aus der Kanalisation. Ich, Elaria Baders Tochter, gestehe hiermit meine Sünden. Jahrelang mordete ich unter dem Namen der Schwarzen Witwe. Ob Mann oder Frau, alt oder jung, mir war es einerlei, solange die Bezahlung stimmte. Nie wurde ich für meine Verbrechen belangt, da ich mich stets durch Lug und Trug dem Gesetz zu entziehen wusste. Ich bin ein verabscheuenswertes Wesen. Ohne Verstand, ohne Mitgefühl, gleich einem Tier. Nun jedoch ist die Zeit der Strafe gekommen und ich danke dem Knochenrichter für sein Urteil. Ich werde in diesem Käfig verharren, bis ich verhungere. Speis und Trank wird in meiner Nähe sein, aber zu weit, um es zu erreichen. Niemand wird mir zu Hilfe kommen und mein Tod wird ein einsamer sein, so wie ich es verdiene. Elaria Baders Tochter, Auftragsmörderin. In einer anderen Handschrift für meinen Waffenbruder. Ah, guck mal, jetzt sind hier die anderen Dinger. Das müsste jetzt K-L-O sein, glaube ich. Ich glaube, das erste war ja K-Klo... Klopfen? Klopf? Klopfen? Hm. Okay. Klos würde noch... Kloster würde noch gehen? Oh Gott. In sowas bin ich immer richtig schlecht. Warte mal, hier war das. War doch mit K, ne?
Kapitän Janul Orai, gestehe hiermit meine Sünden. Genau, und P. Klopp. Über Jahrzehnte hinweg habe ich aus allen Ländern Wüns Männer Klopfen, und Frauen gefangen. Irgendwie sowas. Okay. Na, wir schauen mal. Den dritten Hinweis müssen wir auch noch nachgehen. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Sehr gut versteckt auf jeden Fall. Ach, guck mal hier. Ah! Ich fasse es nicht. Wo wir das Pferd gekauft haben. Ja, da, gut. Wenn man jetzt richtig den Schnüffler macht, hätte man das vielleicht gefunden. Aber wäre, glaube ich, wahrscheinlich eh verschlossen gewesen. Guten Tag. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Sehr gern. Ich hoffe, Wirbelsturm geht gut. Da ist er. Karlchen Schlepper. So. Ah ja, okay, das ist schon die Richtung. Da werden wir mal gleich hier runtergehen. Ah, nee, okay, da nicht. Ich dachte manchmal, hier war ja auch eine Kanalisation. Ah, das führt uns noch woanders hin. Ja, und das ist wieder Zeit für mein Reittier. Mein Eselchen. Jetzt komme ich da nämlich nicht hoch. Das ist für uns nämlich zu steil. Für unseren Esel natürlich nicht. So. Ich hoffe, das ist hier richtig. Von der Richtung her, ja. Guck mal. Guck mal. Ja, doch, doch. Das passt hier. Ah, ja, guck mal hier. Ja, hier waren wir auch schon mal. Das war doch hier auch, wo die Bauern so komisch reagiert haben, wo ich da in deren Haus reingegangen bin. Ich erinnere mich. Ja, und hier war zu, genau. Alter Getreidespeicher. Oh, Leute, ey, herrlich. Das ist ja eine geile Schnitzeljagd. Freut mich auf jeden Fall. Das hast du sehr gut gemacht. Guck mal, hier ist ein Käsestück. Oh, kann ich mir ja gleich reinhauen. So. Hast du jetzt gerade? Schlüssel für den Hafenkeller. Nee, Haferkeller. Ehrlich, Gevatter, ich verstehe nicht, was der ganze Zirkus soll. Ich brauche einen Lagerplatz. Dein Speicher steht fast leer und ich würde dir verdammte 15 Groschen pro Woche zahlen. Ist das nicht genug? Du verhältst dich ja, als hast du die Juwelen der goldenen Königin in deinem Speicher gelagert. Also komm, gib dir einen Ruck. PS und wegen der Rattenplage, du musst herausfinden, woher die Biester kommen. Vermutlich irgendwelche Löcher in den Wänden. Wenn du die gefunden hast, stell einen Stein davor oder blockier sonst irgendwie. Das sollte dein Problem lösen. Lol, voll die Anspielung auf Nerim, ey, wo wir da damals mit dem in der Mine da in dem Stollen da auch das mit den Ratten da hatten. Geil, ey, ist das witzig. Ja, finde ich gut. So, hier geht's denn bei. Okay, hier war nur der eine, ist klar. Denn. Geöffnet ebenfalls mit dem. Jetzt auch noch eine Ratte. Naja, guck mal, hier ein Krustenbrot. So. Ein paar Groschen.
habe ich aus Versehen. Urne genommen. Liegt noch ein Groschen. Oha, hier liegt einer, der wurde bestimmt von den Ratten aufgefressen oder so. So ekelhaft, wie das bisher war, könnte ich mir das gut vorstellen, dass es wieder sowas ist. Nehm die Baupläne mal, aber ich glaube fast, die habe ich schon alle. So, wo ist denn hier ein... Den kann ich auch nicht nehmen. Hier, Kräutersack. Jesper ausfindig machen. Boah, ist das ekelhaft. Also... Geht auf keine Kuhhaut hier. Schriftstück der Leiche an der Bauernküste. Ich, Borio Haferschlag, gestehe hiermit meine Sünden. Jahrzehntelang habe ich Kinder aus der Unterstadt entführt und in diesen Keller gesperrt. Ich vergriff mich an ihnen, ließ sie hungern und verkaufte sie anschließend an den Höchstbietenden, die, wie auch ich, von abscheulichen Bedürfnissen und Perversionen getrieben waren. Nun jedoch ist endlich die Zeit der Strafe gekommen, und ich danke hiermit dem Knochenrichter, der mein Urteil vollstreckt. Gefesselt werde ich dabei zusehen, wie mir ein Rudel Ratten die Haut vom Leibe frisst. Niemand wird meine Schreie hören, ebenso wenig wie die der armen Seelen, deren Leben ich hier zerstörte. Borio Haferschlag, Kinderhändler und Mörder. Krass, da habe ich mir schon gedacht mit den Ratten. Aber ja, so eine eklige Sau. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Hat's ja anscheinend nicht anders verdient, also... Puh, sowas finde ich auch immer, so Missbrauch an Kindern, Tieren und so. Das ist echt abartig, also... Da kenne ich auch echt keine Gnade, muss ich sagen. Schon widerlich. Ja, da hat der Knochenrichter auf jeden Fall ordentlich... ordentlich abgesahnt hier bei den... Hat mal ordentlich aufgeräumt hier bei den Perversen. So, jetzt müssen wir Jesper finden. Ich lese nochmal vor. Die Markierung auf der Karte führt mich zu drei Mordschauplätzen. Und die Morde übertrafen sich gegenseitig in ihrer Grausamkeit. Gleichzeitig fand ich bei jeder Leiche eine blutverschmierte Notiz, auf der ein Geständnis, vermutlich erzwungen, niedergeschrieben war. In ihnen gestehen sie ihre Verbrechen und danken dem Knochenrichter, ihrem Mörder, für ihren Tod. Selbstjustiz, nur wer steckt dahinter? Am Ende der Briefe fand ich außerdem Buchstabenfolgen, die kombiniert folgenden Satz ergeben. Klopf, klopf, wer ist denn da? Komm herein, aber komm allein. Ah ja, siehst du, das ist, hat sich jetzt hier zusammengesetzt mit Klopf, Klopf oder Klopfen war ich ja gar nicht so schlecht. So, und jetzt müssen wir Jesper ausfindig machen. Was ist der denn? Okay, der ist jetzt wieder in Ark. Ach, Latascheere. Kasernenviertel. Ja, gehen wir mal rein. Da müsste ja dann auch wieder so ein Marker sein. Also so ein Weg. Wie heißt denn das? So ein Pfahl mit Wegesmarkierung. Nee, oder auch doch nicht. Ja gut, denn... Ja doch, hier wäre einer, aber... Fremdenviertel. Gehen wir mal da rein. Vielleicht ist der jetzt im tanzenden Nomaden. Wir gucken mal. Ich glaube, müssen wir jetzt hier rum und dann links, ne? Ja, ja, es sieht ganz gut aus, Questmarker-mäßig. Madame? Monsieur? Hallo? Hallo?
Geht weiter. Hier oben? Okay. Hier war das mit Lishari, ey. Na, irgendwann ist dann aber auch mal wieder gut. Ich mach hier mal zu. Hier und hier saßen die immer von der Sichel. Die quasi, wenn man Dijams wählt, Dijams Weg wählt, die ja dann alle fast alle umkommen. Ich glaube, hier sitzen sechs. Und sterben tun irgendwie drei oder vier, glaube ich. Na gut, Leute, aber die Folge ist auf jeden Fall schon wieder zu Ende. Was Jesper jetzt zu den Hinweisen sagt, das seht ihr. Okay, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Sie kotzt übelst ab bei Korek und Arantial. Und ja, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.